Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir verlassen jetzt den Dirtamen-Tempel, werden zurückgehen. Ach mein Gott, okay, da muss ich also wirklich da hochlaufen. Und gehen dann zurück in die Feste. Ich will mal gucken, ob ich denn da jetzt endlich diesen Quest vor Sonnenaufgang fertig machen kann. Da sollen wir ja Leute losschicken, um Maddox zu finden. Das konnten wir, wenn ich mich recht erinnere, nicht tun. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir möglicherweise jetzt jemanden aussenden können. Ich würde das gerne noch erledigen, diese Sache rund um Maddox und um Samsons Rüstung, bevor wir nach Halam Schiral gehen. Ja, was gibt's denn da wieder zu lesen? Der Pfahlbruch. Schatten. Professor Offray, Naturforscher. Aha. Das Exemplar war noch frisch. Es war erst wenige Stunden zuvor von einem Trupp Chevaliers erschlagen worden, die außerhalb der Stadt auf Patrouille waren. Ihr Hauptmann erzählte mir mit brüchiger, schwacher Stimme, dass eine Gruppe roter Templer über seine Leute hergefallen sei und sie abgeschlachtet habe. Ich sprach ihm mein Beileid aus, aber er schien mich nicht zu hören. »Das Geschöpf auf meinem Untersuchungstisch sei schnell gewesen«, murmelte er, deutlich behender, als es seine Größe vermuten ließ. Ich musste meine Übelkeit niederkämpfen, als ich die Kreatur öffnete und sah, dass sich das rote Lyrium in seinen Knochen mit seinen Knochen verbunden hatte, überall in seiner Lunge wucherte und sich wie ein Pilz im Gehirn ausgebreitet hatte. Dann pulsierte der rote Kristall direkt vor meinen Augen und drang noch einen Hauch tiefer in das Fleisch der Kreatur ein. »Da geht's um die Schatten, die so übel sind?« »Meine Güte. Also die roten Templer, die Templer tun sich nichts Gutes? Die kann man eigentlich alle bloß erschlagen? Die werden alle komplett verändert von diesem roten Lyrium? Da hat Meredith ja noch Glück gehabt, die ist bloß völlig irre geworden. Wobei am Ende war sie dann auch versteinert, vielleicht erinnert ihr euch am Ende von Dragon Age 2, nachdem man Meredith erschlagen hat, wurde sie ja eigentlich Stein. Sie ist zu Stein geworden.« Aber das, was mit den roten Templern passiert, finde ich noch viel schlimmer. Dass die sich alle verändern und so, also das finde ich schon wirklich recht herb. Okay, jetzt gehen wir mal los und gucken, ob wir die Sache um Maddox erledigen können. Wenn das nicht der Fall ist, könnten wir... Oh, euer Gnaden, ja. Könnten wir vielleicht noch in die Ödnis gehen? Da ist ja noch ein Gebiet, das wir freischalten müssen. Das könnten wir vielleicht auch noch machen, bevor wir nach Halam Schiral gehen. Ist aber nicht unbedingt notwendig. Ist auch ein hochleveliges Gebiet, wo wir auch Rüstungen und Pläne oder Pläne finden für, ja, hoch. Für Rüstungen Level 3. So. Da ist ein Auftrag fertig. Knallhart in der Oberstadt. Ein Brief ist in der Himmelsfeste eingetroffen. Es ist kein Empfänger darauf notiert. Niemand hat den Kurier gesehen, der ihn brachte. Ihr dringt in das Reich höhere Mächte ein, ihr werdet euch verantworten müssen. Der Brief ist nicht unterzeichnet und lediglich mit einem Wachsiegel versehen, das 6 gekreuzte Schwerter zeigt. Sagt mir jetzt mal so gar nichts. So, knallhart in der Oberstadt, Ärger in der Himmelsfeste, ein Denkmal für Haven, Geld sammeln, zertrümmern, was bist du? Wo ist denn die Arkanen und das Nichts? Ein offizielles Gesuch, offiziell vorgetragen. Der Inquisitor war den Tränen des Schleiers und der Energie des Nichts ausgesetzt. Damit ich ihr helfen kann, diesen Kräften zu trotzen, muss ich sie erst einmal verstehen. Dazu brauche ich Proben, Überreste. Ich muss sehen. Außerdem bitte ich um die Ressourcen für ein großes Experiment, bei dem ich möglichst tief in den Schleier blicken möchte. Das Ganze kostet ein Vermögen. Ich weiß aber, es ist notwendig und nur gerecht. Ich muss sehen. Ja, ich wiederhole mich, aber es ist mir wichtig. Wo geht Geld sammeln? Denkmal für Haven? Die Ruinen von Haven auskundschaften? Inquisitor. Ja, da schicken wir mal Kallen hin. Nun denn. Geh mal aus. Geh mal. So, das Wohlwollen eines Richters. Preis der Macht. Ja, wo zum Kuckuck finde ich denn jetzt den Quest
um Maddox. Da haben wir noch die rote Jenny. Ja. Bericht annehmen. Irgendwo Samson aufspüren. Jetzt kann ich wieder nicht. Warum kann das denn bloß nicht verfügbar? Cullen hat damit begonnen, mit Maddox als Anhaltspunkt an. Braucht man da Cullen? Das ist natürlich doof jetzt, ne? Auf dem Fest mit Ministerin Belize sprechen. Da schicken wir Josie hin. Inquisitor. Genau, das dauert nur 17 Minuten. Dann lass mal gucken, wie lange braucht denn Cullen? Weil Liliana ist ja noch ewig beschäftigt. Oh, das braucht 3 Stunden. Okay, ihr Lieben. Ich glaube, dass wir dann doch nach Halam Shiral gehen. Böse Augen und böse Herzen. Ein Attentäter trachtet der Kaiserin nach dem Leben. Selins Tod würde Orlais ins Chaos stürzen und es somit zu einer leichten Beute für Corypheus machen. Selin führt im Winterpalast von Halam Shiral im Rahmen eines großen Balls Friedensgespräche mit ihrem rebellischen Vetter Großherzog Jaspar. Da jeder Adelige im Kaiserreich diesem Ereignis beiwohnen wird, ist es der ideale Zeitpunkt für Corypheus Attentäter, um zuzuschlagen. Wir können uns eine Einladung zum Ball verschaffen und verhindern, dass Corypheus Orlais vernichtet. Empfohlene Stufe 12 bis 15, da sind wir ja schon längst drüber. Wir machen das jetzt. Die Kaiserin vor Corypheus erreichen. Die Frage ist nur, wie? Das wissen wir schon. Durch mich. Die eigentliche Frage ist, wo versteckt sich unser Feind? Auf Drängen von Großherzogin Florian gibt die Kaiserin einen Ball. Alles, was Rang und Namen hat, wird da sein. Während der Festivitäten wird Selene mit dem Thronräuber Großherzog Gespard und Botschafterin Briella Friedensgespräche führen. Der Mörder muss sich in einem dieser 3 Lager verstecken. Okay, wir forschen nach. Müssen wir wirklich zu den Friedensgesprächen? Die Kaiserin hat doch sicher Leibwächter. Wir könnten sie einfach warnen, dass sie in Gefahr ist. Das haben wir versucht, aber... Offenbar haben sie unsere Nachrichten nie erreicht. Jemand scheint sie abzufangen. Oh. Wir sollten lieber nichts dem Zufall überlassen. Wenn Orlais Corypheus in die Hände fällt, ist kein Land mehr sicher. Wir forschen weiter. Erzählt mir von Jaspar. Was wissen wir über Großherzog Gespard? Dass der Bursche gerne Kaiser geworden wäre. Er ist Selens Vetter und stand nach dem Tod Kaiser Florians in der Thronfolge an erster Stelle. Aber Selene hat ihn ausgebotet, indem sie den Rat der Herolde für sich gewann, der im Falle von Titelstreitigkeiten die Entscheidungshoheit hat. Also wurde sie Kaiserin und er General der kaiserlichen Armee. Er ist bei den Truppen ausgesprochen beliebt. Und er ist ein Chevalier. Die meisten seiner Kameraden schlugen sich auf seine Seite, als er sich gegen die Kaiserin wandte. Jaspar und die Chevaliers? Sind die Chevaliers nicht Teil der Armee? Warum sollten sie dem Herzog folgen? Jeder Chevalier hat geschworen, der Krone zu dienen. Aber das heißt nicht, dass sie an deren Träger glauben. Die Kaiserin hat versucht, die Beziehungen mit Ferelden und Nevara zu verbessern. Seitdem betrachten sie die Chevaliers als Antimilitaristin. Ah, ja. Sie denken, Gespard könnte dem Reich wieder den Glanz von Drakons Expansionsjahren geben. Wir forschen weiter. Briala. Wer ist diese Botschafterin, Briala? Botschafterin ist sie nur dem Namen nach. Sie hat die Elfen Halam Shirals zu einer Untergrundarmee organisiert. Die Kaiserin hat sie zu den Friedensgesprächen eingeladen, um sich für den Krieg die Unterstützung der Elfen zu sichern. Das allein wäre schon ein Skandal, selbst ohne das Gerücht, dass Selene und Briella einmal ein Paar waren. Persönlicher Groll und ein Netzwerk von Saboteuren? Eine vielversprechende Spur. Wartet, die Anführerin der Elfen ist eine ehemalige Geliebte der Kaiserin? Das wissen nicht viele. Es ist nur ein Gerücht, das vor einigen Jahren unter dem Palastpersonal kursierte. Falls das stimmt und an die Öffentlichkeit kommt, die Kaiserin und eine Elfin, der Skandal könnte Selens politisches Ende sein. Selbst wenn es nicht stimmt, könnte Briella die Kaiserin damit erpressen. Sie hat einige Verbindungen zum Thron. Erzählt mir alles, was ihr über die Kaiserin wisst. Kaiserin Selene ist eine angesehene Diplomatin und Reformerin. Sie arbeitet unermüdlich an der Sicherung des Friedens. Leider halten viele Orlesianer ihr Bemühen für Selbstgefälligkeit. Da sie noch keinen Erben benannt hat, ist die Zukunft des Reiches völlig offen, falls ihr etwas zustoßen sollte. Immerhin wäre der rechtmäßige Thronfolger im Moment ihr Vetter Gespard, der im Rat der Herolde nicht viele Freunde hat.
Selene ist ständig von unzähligen Wachen, Höflingen, Dienern und Vasallen umgeben. Wo könnte sich ein Mörder also besser verstecken als im Hofstaat der Kaiserin? Wie kann Gaspard immer noch Thronfolger sein, wenn er der Kaiserin den Krieg erklärt hat? Der Titel Großherzog signalisiert, dass er ein Prinz war, bevor die Kaiserin den Thron bestieg. Recht komplexe Angelegenheit, ja, das finde ich allerdings auch. Das muss ich erst einmal alles verarbeiten. Ja. Solange sich Gaspards und Selens Armeen bekämpfen, können unsere Truppen nicht offen zum Palast marschieren. Meine Spione werden dafür sorgen, dass eure Soldaten hineinkommen. Aber immer nur ein paar, um kein Aufsehen zu erregen. Verstanden. Auf euer Zeichen legen wir los. Jawohl. Und das machen wir jetzt auch. Dann werden wir mit Samson und auch mit der Ödnis einfach nach dieser Geschichte hier weitermachen. Und dann werden wir jetzt auch in Orlais, beziehungsweise in Halam-Schiral, werden wir endlich Morrigan wiedersehen. Alle, die Dragon Age Origins kennen, wissen, wer unsere Morrigan ist. So, wen nehmen wir denn jetzt mit? Wir nehmen mit Varric. Wir nehmen mit Cassandra. Und sollen wir mal Vivienne mitnehmen? Wir nehmen Vivienne mal wieder mit. Und dann sagen wir bestätigen und gut ist. Kann sein, dass wir Vivienne aufsteigen lassen müssen. Ich muss eh mal gucken, wer da jetzt alles aufsteigen kann. Jetzt werden wir einen orlesianischen Ball besuchen. Orlais, das Reich des Spieles. Das wird lustig. Das wird wirklich lustig. Das wird sicherlich auch eine Geschichte sein, die sich über zwei oder drei Folgen ziehen wird. Und es ist alles sehr hochherrschaftlich. Ja, schaut mal. Gesellschaftskleidung erhalten. Die Lage in Halam-Schiral ist zum Zerreißen gespannt. Die Kaiserin fürchtet, wir könnten sie verschärfen. Der Großherzog ist froh, uns als seine Gäste begrüßen zu können. Also kommt die Einladung von ihm. Aha. Ob wir ihm nun helfen oder das Machtgleichgewicht stören, es verschafft ihm eine Möglichkeit, wenn nicht einen klaren Vorteil. Schick's immer, hä? Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen, Inquisitor Lavellen. Laut der Gerüchte, die uns aus dem Westgraten erreichen, habt ihr gegen eine Armee von Dämonen gekämpft. Stellt euch vor, was die Inquisition mit der vollen Unterstützung des rechtmäßigen Kaisers von Orlais erreichen könnte. Und wer wäre das? Und wer wäre das gleich nochmal? Ich bringe sie ständig durcheinander. Der Attraktive und Charmante natürlich, my lady. Ah, also er. Ich bin kein Mann, der seine Freunde vergisst, Inquisitor. Eine Hand wäscht die andere. Ah ja. My lady, seid ihr bereit, den Hof zu schockieren? Indem ihr einen verhassten Thronräuber in den Ballsaal begleitet. Darüber werden sie in 100 Jahren noch reden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute in ihrem Leben schon etwas Besseres als uns gesehen haben. Ihr seid eine Frau nach meinem Geschmack, my lady. Ja, wunderbar. Das wäre vielleicht eine Angelegenheit, der ihr als Freundin heute Abend nachgehen könntet. Diese Elfenfrau, Briella, ich glaube, sie hat vor, die Verhandlungen zu stören. Meine Leute haben überall auf den Befestigungen diese Botschafter entdeckt. Sabotage scheint noch das geringste ihrer Verbrechen zu sein. Das hört sich an, als sollte ich der Sache nachgehen. Seid so diskret wie möglich. Ich werde es versuchen. Ich hasse das Spiel. Aber wenn wir es nicht gut spielen, lassen uns unsere Feinde wie Schurken aussehen. Aber wir lassen die Leute warten, Inquisitor. Sollen wir? So, das also ist Jasper. Ist das der Inquisitor? Das ist der Inquisitor. Ein abtrünniger Elf? Erbauer bewahre. Ein abtrünniger Elf. Das findet Gaspard wohl witzig. Ansehen bei Hofe. Der Adel von Orlais sieht auf Elfen herab. Der Hof beobachtet dich mit kritischem Blick. Ah ja, gut. Jetzt gucken wir uns hier erstmal um. Da vorne ist eine Quest. Quest. Die Adelige. Hallo, Adelige. Hey, ihr da. Habt ihr zufällig einen Ring gesehen? Er war ein Geschenk der Comtesse Montbéliard.
verzaubert von den Formari. Ohne ihn kann ich mich auf dem Ball nicht sehen lassen. Oh, ist er denn wertvoll? Hat dieser Ring einen besonderen Wert? Der materielle Wert ist egal. Viel wichtiger ist seine gesellschaftliche Bedeutung. Okay. Er war ein Geschenk einer Angehörigen des Rates der Herolde. Wenn sie erfährt, dass ich ihn verloren habe, sie würde mir das nie verzeihen. Selbst in 1000 Jahren nicht. Na gut, okay. Das klingt ernst. Das ist eine prekäre Situation. Mhm. Wenn die Comtesse davon erfährt, dann gnade mir der Erbauer. Deshalb flehe ich euch an. Falls ihr ihn findet, lasst es mich wissen. So, dann sollen wir also diesen Ring suchen. Der ist auch hier gleich in der Nähe. Ja, wunderbar. Wie passend. Diese Richtung. Und den Ring aufheben. Und dann werden wir ihn gleich der Dame bringen. Komm her. Erbauer, was soll ich tun, wenn ich meinen Ring nicht finde? Ich habe ihn gefunden. Ansehen bei Hofe. Du hast soeben Ansehen bei Hofe gewonnen. Üblicherweise das Ergebnis von Finesse, dem gekonnten Unterhalten der Anwesenden oder der Befolgung der Etikette. Je höher das Ansehen bei Hofe, desto besser. Ist das der Ring, den ihr sucht? Ihr seid ein Schatz. Ich kann kaum glauben, dass ihr ihn gefunden habt. Ohne euch hätte ich mich bis ans Ende meiner Tage gegrämt. 1000 Dank. Ja, die Probleme, die die haben, möchte man haben. So, Ansehen bei Hofe, 35, wow. Gut, wir gucken uns hier erstmal um, bevor wir irgendwo weitermachen. Ich will hier alles im Einzelnen erkunden. Kann Descartes ohne Rückendeckung durch den Rat der Herolde den Thron besteigen? Tja, wenn ich das denn wüsste. Der Winterpalast. Guck mal da, findet man da irgendwas? Ist das der Inquisitor? Ja, ich bin der Inquisitor. Ja. Doch, das kann sein. Das ist so. Haha, da ist noch mein Questzeichen. Okay, dann geht's jetzt nach rechts. Was hat da geantwortet? Ah, das Gitter. So, wir gucken uns hier alles an. Können wir hier öffnen? Öffnen. Erfordert mehr Halla-Statuen. Okay. Halla-Statuen. Was ist denn das für eine Quest hier? Lass mal kurz gucken. Dem östlichen Lagerraum aufschließen. Das ist der, den wir nicht aufschließen können. Kann ich denn da runterhüpfen? Lass mal gucken. Gute Frage. Kommen wir da noch irgendwo hoch? Da vorne geht's auch hoch. Es ist ziemlich lange her, seit ich zuletzt etwas aus Varroa Jo hörte. Ah ja. Gut, wir gucken uns einfach alles an. Immer schön plingen. Da, haha. Diese Richtung. Komm. Ja, Halla-Statue aufheben. Ja, wunderbar. Dann können wir diesen Raum da gleich aufschließen. Aber wir gucken uns erstmal weiter um. Es ist ziemlich lange her, seit ich zuletzt etwas aus Varroa Jo hörte. Ja, ach Gott, das tut mir jetzt aber leid für dich, du armer Kerl. Juppie, plündern. Opferdolch. Ich weiß gar nicht, wie voll unser Inventar ist. Gut, wir rennen weiter. Auf der anderen Seite ging es, glaube ich, auch noch hoch. Da gehen wir natürlich auch hoch. Und da gucken wir unten auch rein. Das ist das Tor, das antwortet. Halla-Statuen. Können wir das öffnen oder brauchen wir da auch Halla-Statuen? Erfordert Lagerschlüssel. Ach, Männer, Leute. Vielleicht finden wir den auch da oben. Könnte ja sein, so ähnlich wie die Halla-Statue. Also dann mal nach oben. Dann irgendwann rein ins Getümmel. Da ist ein Questzeichen. Okay, das war jetzt nicht ladylike, aber ist auch egal. Auch vergoldete Wände haben Ohren. Ah ja. Ist das jetzt hier oder ist das da oben? Komm mal, dann reden wir mal mit dir, mein Freund. Ausländer. Ja. Finde eine sichere Stelle, um die Unterhaltung der Adeligen zu belauschen. Okay. Finde eine sichere Stelle, um die Adeligen zu belauschen. Gut. Das scheint nicht hier zu sein, oder? Ah, doch, da kann man lauschen.
Dann lauschen wir mal. Gibt es Neuigkeiten von der Front? Meine Spione sagen, es gibt mehr Tote, als man zählen kann. Oh je. Die Kaiserin wird dem Krieg heute Abend sicher ein Ende machen. Beten wir dafür, mein Lieber. Und falls uns der Erbauer nicht erhört, einfach weiterbeten. Okay. So. Dann werden wir jetzt diesen östlichen Lagerraum aufschließen, nachdem wir diese Halla-Statue gefunden haben. Es ist das Tor, ich weiß. Sind alle Delossés hier? Die Delossés. Haha, Dragon Age 2. Die haben ja einen Magier als Sohn. So, jetzt habe ich es aufgeschlossen und nun, was mache ich hier drin? Plündern. Wir plündern einfach mal. Ja gut, unser Inventar ist schon wieder ziemlich voll. Meisterhaftes Schild der dunklen Brut. Ja, schlimmstenfalls zerstören wir das Zeug halt. Okay. Ja. Die Quest ist erledigt. Kann ich denn da runterhüpfen? Nein, kann ich nicht. Schade. Das hätte mir jetzt gut gefallen. Komme ich denn da irgendwo hin? Irgendwie hin, meine ich? Nee, da sind Mauern. Okay. Ja, dann gehen wir mal da rein. Tor öffnen. Ab in die Feier. Inquisitor, einen Moment bitte. Ah. Bevor ihr hineingeht, muss ich euch warnen. Wie ihr mit dem Hof sprecht, ist eine Frage von Leben und Tod. Oh Mann, genau mein Ding. Es geht nicht einfach nur um Etikette und Protokoll. Jedes Wort, jede Geste wird abgewogen und daraufhin bewertet, ob ihr Schwächen offenbart. Das klingt, als wären sie absolut entzückend. Ich bin schockiert, dass wir den Hof noch nicht in die Himmelsfeste zum Essen eingeladen haben. Das Spiel ist wie eine Partie Sündenfall und der Einsatz der Tod. Deckt eure Karten niemals auf. Wenn ihr die Kaiserin trefft, ruhen die Augen des gesamten Hofes auf euch. Aha. Im Nichts mit dem Dämon der Angst werdet ihr sicherer. Ihr seid heute Abend ja ein echter Quell der Freude. Es wird schon alles gut gehen. Ja. Das kann heiter werden, Leute. Möge Andraste über uns wachen. Oh ja, ich weiß, Josie, du hast da nicht allzu viel Vertrauen in Erins Fähigkeiten. Ich offen gestanden auch nicht. Die Freunde der roten Jenny, Bindungsmagier. So, jetzt werden wir mal gucken, wie da das Fest vonstatten geht. Komm, schöne großartige Bilder bitte. Na? Los, ich will ein Fest sehen, ein großes, rauschendes Fest. So, kein großes, rauschendes Fest, aber da können wir irgendwo... Dann gucken wir doch hier erstmal rum, oder? Ja, da geht's nicht weiter. Das ist schade. Wahrscheinlich müssen wir doch erst nach oben. Kommen wir da weiter? Auch nicht. Okay, gut. Ja, dann müssen wir nach oben. Wo ist denn überhaupt jetzt mein Jasper? Es heißt, der Großherzog hat die Inquisition eingeladen. Ah, und das ist Varric. Und dann sprechen wir mal kurz mit Varric. Hallo, Varric. Habt ihr euch mal diese Treppe angesehen? Ich glaube, die ist vergoldet. Ja, das halte ich durchaus für möglich. Das hat er nichts zu sagen. Karl? Es wird eine Weile dauern, unsere Männer in den Palast zu schleusen. Ich melde mich, wenn wir bereit sind. Okay, gut. Cassandra? Je eher wir hineingehen, desto schneller haben wir es hinter uns. Heißt es jetzt, dass wir da rein müssen? Jedenfalls dürfte ein Bündnis zwischen der Inquisition und Gespard Selene nervös machen. Kann ich mit euch reden? Ja, wie religiös es heißt, Selene hätte den gesamten Flügel umgestalten lassen, aber der Zeitpunkt ist denkbar schlecht. Okay. Wir gucken uns erstmal um, bevor wir da hochgehen oder reingehen. Komm her. Kommen wir da irgendwo rein? Ah, öffnen. Erfordert Schlüssel. Okay. Das wird auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht anders sein. Oh, wie da stehen. Wird Orsama ohne die Lebensmittellieferungen durchhalten? Tafel lesen. Der Winterpalast. Die Büchersammlung des Winterpalastes ist eine der größten der Welt. Lediglich die Bibliotheken der Universität von Orléans und so weiter. Also gut, wir haben hier keine Chance. Dann gehen wir halt. Oh, lauschen. Und? Ich möchte, dass du das mit ihm
Okay. Darauf kommt es an. Kümmern Sie mir. Scheiße. Korso. Nichts als Tratsch. Ja, genau. So würde ich es auch mal sehen. Wie kann man das hier nur... Also gut, dann gehen wir jetzt da rein. Ah, da kann man nochmal lauschen. Ich möchte wissen, dass wir die meisten... Ah, okay, auch das Geflüster. Darauf kommt es an, dass möchte... Kümmern Sie mir. Scheiße. Okay. Keine Neuigkeiten. Gut, jetzt gehen wir da rein und werden mal gucken, was uns da erwartet. Oh, da ist Jasper. Kann ich mit dir sprechen, Freund? Ja, sieht so aus. Und? Ah. Wie alle schauen, guckt mal. Ah. Also ein komisches Volk, finde ich, die Orlesianer. Und nun begrüßen wir Großherzog Gaspard de Chalon und an seiner Seite Lady Inquisitor Lavellen. Lady Inquisitor, wow. Und? Ah, Celine, hallo. Bezwingerin der aufständischen Magier Fereldens. Siegerin über die Abtrünnigen des magischen Untergrunds. Immer schön lächeln. Das gehört dazu, meine Liebe. Ja, ist recht. Streiterin der gesegneten Andraste. Mein Gott. Seht ihr diese Gesichter? Köstlich. Ja, gefällt mir auch gut. An der Seite des Inquisitors, Sucherin Cassandra, Allegra, Portia, Calogera, Philomena... Ja, macht weiter. Pentagast, 14. Cousine des Königs von Evara, Heldin von Olé, rechte Hand der Base, werte Schwester. Großherzog, es ist uns stets ein Vergnügen, wenn ihr uns beehrt. Spart euch eure Höflichkeiten, Selene. Wir haben viel zu besprechen. Wir werden verhandeln, sobald wir unsere anderen Gäste begrüßt haben. Schön gemacht. Inquisitor? Darf ich jetzt auch was sagen? Lady Inquisitor, herzlich willkommen im Winterpalast. Ja, hallo. Darf ich vorstellen, unsere Base, die Großherzogin von Leeds, ohne die dieser Ball nicht möglich gewesen wäre. Was für ein unerwartetes Vergnügen. Ich wusste gar nicht, dass die Inquisition uns die Ehre erweist. Wir unterhalten uns später, Inquisitor. Gerne. Euer Kommen ist wie ein kühler Wind an einem Sommertag. Das Wetter könnte umschlagen, es ist mir eine Ehre. Ja, was sag ich denn jetzt? Es ist mir eine Ehre, oder? Oh Mann, wie geht man jetzt mit diesen Orlesianern um? Ich freue mich, hier zu sein, Eure Majestät. Wir haben schon viel von euch gehört, Inquisitor. Eure Taten sind in aller Munde. Wie gefällt euch Halam Shiral? Ich kann es nicht beschreiben. Mit Worten würde ich der Schönheit Halam Shirals nicht gerecht. Hm. Eure Bescheidenheit ehrt euch und spricht für die Inquisition. Ja, winke, winke. Wir hoffen, ihr werdet euch im Ballsaal amüsieren, Inquisitor. Wir freuen uns schon, euch tanzen zu sehen. Oh, tanzen. Fein. Hey. Inquisitor, auf ein Wort, wenn ihr kurz Zeit habt. Ja. So, dann sprechen wir mit Liliana und dann machen wir für heute Schluss. Oh, Ansehen ist gestiegen. Wie geht es Mama und Papa? Sind Sie gesund? Ist Liliana? Irgendwo diese Richtung? Dann gehen wir Standtepete zu Liliana, machen erstmal gar nichts anderes. Wo bist du? Da gehen jetzt die Türen auf. Ich hatte mich schon so auf die Gärten des Königs. Liliana, wie bist du denn? Da drin? Großer Ballsaal? Nee, ne? Bist du da? Hallo? Gut. Ja. Ich hatte gehofft, ich würde euch hier finden. Was hat der Herzog gesagt? Er beschuldigt Botschafterin Briella. Die Botschafterin plant etwas, aber wir sollten uns nicht auf sie konzentrieren. Der beste Platz, um Selene etwas anzutun, ist an ihrer Seite. Kaiserin Selene fasziniert jede Art von Mystizismus. Prophezeiungen, Gespräche mit den Toten, derlei Hokuspokus. Sie hat eine okkulte Beraterin. Eine Abtrünnige, die Kaiserin und wichtige Mitglieder ihres Hofstaats um den Finger gewickelt hat. Ich hatte schon mit ihr zu tun. Sie ist absolut skrupellos und zu allem fähig. Wie kann Selene am kaiserlichen Hof offiziell eine Abtrünnige beschäftigen?
Am kaiserlichen Hof gab es schon immer einen offiziellen Posten für einen Magier. Bis jetzt war er allerdings nicht viel besser als der des Hofnarren. Vivienne ist die Erste, die aus ihrer Stellung echte politische Macht bezieht. Als die Zirkel rebellierten, wurde im Prinzip jeder Magier zu einem Abtrünnigen. Der Begriff hat seitdem viel von seiner Schärfe verloren. Das klingt genau nach der Person, die wir suchen. Wir sollten sie überprüfen. Hier scheint nichts zu sein, wie es scheint. Beide Spuren führen zum Gästeflügel. Ich denke, dort sollten wir anfangen. Ich rede mit unseren Spionen. Vielleicht erfahre ich dadurch etwas mehr. Ich bin im Ballsaal, falls ihr mich braucht. Okay, so. Durchsuche die große Bibliothek nach Informationen über die okkulte Beraterin der Kaiserin. Und ihr werdet es ahnen, die okkulte Beraterin der Kaiserin ist natürlich Morrigan. Aber all dem werden wir erst in der nächsten Folge nachgehen und deswegen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao!